Und ein Moinsen zum Vorbericht, zum Gast-Talk-Vorbericht vorm Spiel beim SV Werder Bremen. Mein Gast, kein Unbekannter, ist schon mal auf dem Kanal gewesen, schon zweimal mal aufgenommen mittlerweile. Dann kam es eine Jahr Zweitliga-Pause. Kann sich gern vorstellen. Hi Nico. Hi, erstmal schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Und ja, genau, heute zum dritten Mal, glaube ich, da. Jetzt hatten wir ein Jahr Urlaub praktisch gemacht, jetzt sind wir wieder da. Genau, und da starten wir auch direkt rein, natürlich mit dem Fokus auf den SV Werder Bremen in diesem Video. Wir haben noch einen zweiten Teil oder so gesehen den ersten Teil gedreht. Der ist bei Nico, gerne abchecken, geht auf seinen Kanal. Lasst den Support da, lasst ein Abo da, schaut euch das Video an, auch sehr geil geworden. Wie ist denn so die Gemengelage bei euch in Bremen, so von der Stimmung her? Wie hoch ist der Hype noch da nach dem Aufstieg? Ja, ich glaube, also der Hype ist erstmal sowieso da, dass sich jeder, glaube ich, einfach immer noch freut, dass wir jetzt wieder in der ersten Liga sind, auch irgendwo da sind. Das sage ich jetzt nicht nur als Werder-Fan, sondern auch da, wo man irgendwo auch hingehört, weil das schon für die Köpfe auch, glaube ich, schwierig war, gerade beim Abstieg zu sagen, okay, wir sind jetzt in der zweiten Liga, hat lange gebraucht, um das anzunehmen, also wirklich anzunehmen, weil in der zweiten Liga hat wirklich auch jeder kann jeden schlagen. Das ist eine sehr kämpferbetonte Liga ja auch. Ja, das war schon alles sehr ungewöhnlich. Und deswegen ist, glaube ich, man sehr, sehr froh, dass man jetzt im ersten Anlauf das geschafft hat. Man sieht ja auch, jetzt ohne jetzt gegen Hamburg drehen was zu sagen, aber man sieht Ja, ja auch, wie es halt komplett. auch, ne, laufen kann. Und deswegen sind wir froh, wieder da zu sein. Ja, aber Hamburg, den Fact haue ich hier kurz mit rein. Wir haben den HSV durch unser 1 zu 1 gegen Bremen, gegen Leipzig in der ewigen Tabelle überholt. Da sind Oh. wir jetzt auf Platz 4 und ihr müsst mit Bremen auf Platz 3 sein von der Punktzahl. Ja. Davor dann Dortmund und Bayern. Also da kommen auch zwei absolute Urgesteine und Traditionsvereine am Samstag aufeinander. Ihr habt ja auch die Dino-Rolle quasi übernommen, nachdem der HSV dann runterging, wart ihr der Club, der am längsten in der Erstliga war, und zwei Liga ist für uns ja auch nichts Neues. Wir wissen, wie das ist, wir wissen, wie hart es ist, da wieder hochzukommen. Was ich bei euch extrem stark fand, bevor wir zum Wolfsburg-Spiel kommen, ist erstmal generell Kader und dann auch Transferfenster. Also wie hat sich da auch basierend auf dem Transferfenster so ein bisschen auch das Bild zu Baumann verändert? Weil er war ja schon ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, er war hart in der Kritik, und mittlerweile muss man echt sagen, das Transferfenster, also das war schon echt krass. War viel besser als die letzten Jahre, würde ich sogar sagen. Erstmal muss man sagen, die Kritik zu Baumann fand ich damals auch absolut nachvollziehbar und berechtigt, weil halt einfach sehr, sehr viel falsch gelaufen ist. Man hat auch im Nachhinein einige Fehler eingestanden, was ich immer prinzipiell gut finde, weil nur so kannst du es halt irgendwie auch besser machen, wenn du deine Fehler auch siehst, ne? Und die gröbsten Fehler waren, glaube ich, noch weiter vor. Also die eigentlichen Ursprungsfehler waren nach der Saison, wo wir fast in die Europa League gekommen wären, wo man danach gesagt hat, man verkauft keine Stars auf gut Deutsch. Eggestein, Rashica zu beiden Zeitpunkten über 30 Millionen Marktwert gehabt. Jeder normale Manager hätte im Normalfall wahrscheinlich diese Spieler verkauft und für 10, 15 Millionen Spieler geholt, Ja. die auch eine super Qualität mit sich gebracht hätten. Aber man hat da an diesem Punkt festgehalten. Klar, im Nachhinein bist du immer schlauer. Wahrscheinlich hätte Baumann auch damals sehr viel Kritik bekommen, wenn er die dann verkauft hätte, weil man dann gesagt hätte, wie kannst du die verkaufen? Also es ist immer so ein Zwiespalt, ne? Aber um jetzt auf jetzt zu kommen, Baumann hat sich gemacht in der Zweitligasaison. In einem sehr schwierigen finanziellen Rahmen musste man im Prinzip ja alles abgeben. So, dennoch sind ein, zwei Leute ja auch geblieben, beziehungsweise auch ein paar wichtige Positionen geblieben, wie Friedel, der jetzt mittlerweile Kapitän ist, Vertrag verlängert hat. Pavlenka hat seinen Vertrag verlängert. Das übrigens muss man eh mal sagen, im Vergleich vom zweiten Liga zum ersten Liga, alle Verträge wurden verlängert, also so ziemlich Ja. alle, die jetzt nächstes Jahr ausgelaufen wären. Und das gehört ja auch irgendwo mit in die Transferperiode rein, wenn du dann halt das Geld dahingehend auch investierst, zugleich aber auch Raum aufmachst, um mit den Spielern vielleicht nochmal Geld zu machen im nächsten Jahr eventuell. Ja, und dann gute Verpflichtungen. Pieper, absolut mega Kracher-Spieler geholt. Mega sicher, auch in allen Vorbereitungsspielen hat man es schon gesehen. Der strahlt was aus. Ich glaube, in der Luft verliert er keinen Zweikampf. Also, der hat gegen Wolfsburg alle Kopfballduelle gewonnen. Das war Wahnsinn. Also, das kennen wir gar nicht mehr. So, also, in diesem Maße irgendwie. Mega krass. Und der ist irgendwie das, was man sich von Niklas Stark erhofft hat, muss man sagen. Weil eigentlich Niklas Stark, der Ablösefreie mit über 200 Bundesligaspielen, Ja. Top-Transfer ist. Also von dem her zumindest. Aber kommt noch nicht so rein, kommt noch nicht so zum Zug. Muss man mal gucken, ob der über Langzeit Veljkovic dann irgendwie verdrängt. Habe ich eigentlich vor der Saison gesagt, safe. Jetzt sage ich, muss mal gucken, wenn es gut läuft, warum sollst du wechseln? Ja,
Wen haben wir noch geholt? Stay, unseren einzigen Spieler, für den wir auch Geld ausgegeben haben. 4 Millionen, gute 4 Millionen. Ja. Mittelfeldmotor hatten wir so vorher nicht im Kader. Mal wirklich wie einen klassischen Achter. Jeder hofft sich so ein bisschen, dass der so ein Delaney 2.0 wird. Damals 2 Millionen geholt, 20 Millionen verkauft. Auch aus Dänemark. Und das ist halt so sehr viele Parallelen auch. Ja, ich glaube, dass wir da einen sehr, sehr guten Mann geholt haben, wo ich mich sehr darüber freue, genauso wie auch über Buchanan, sehr, sehr junger Ja. Spieler in der Championship gespielt, klasse Typ. Und bei Burke ist so eine Überraschungskiste, mal gucken, was das wird, ja. Ja, Burke ist echt interessant. Das war ja bei Leipzig Riesentalent, dann so ein bisschen die Ja. Karriere sich ein bisschen verfahren. Und gut, ablösefrei kannst du ja eh nix groß mit falsch machen. Was natürlich auch interessant wird, haben schon geknipst. Ich weiß nicht, ob beide. Nee, beiden war nicht beide. Einer war Bittencourt und der andere hat geknipst. Aus eurem Doppelsturm. Füllkrug und Duxch, was traust du denen in der ersten Liga zu? In der zweiten hat es ja also funktioniert wie nichts anderes. Die legendären hässlichen Vögel, Name selber gemacht, also hier die. Ja, Füllkrug, erstmal muss man sagen, finde ich schon mal sehr, sehr wichtig und schön, dass er direkt getroffen hat, dass man erstmal mit einem Tor loslegt, ist auch für den Kopf gut. Dann auch noch aus der Distanz, also nicht so ein Ding so wo reinschieben oder so, sondern wirklich ja zweite Reihe draufgeknallt, schön ins Eck. Geiles Ding. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich bei Lücke mir eigentlich nicht so große Sorgen mache, weil wenn der fit ist, ist der auch ein Bundesliga-Stürmer und er kennt die Bundesliga auch. Sein Problem waren ja immer die Verletzungen. Letztes Jahr komplett verletzungsfrei geblieben. Wahnsinn, dass wir das auch mal erleben. Also finde ich ja mega geil. Hat mit Duxch super harmoniert. Gerade im Laufe der Saison wurde es immer besser auch. Und Duxch hat eine Vorlage gemacht, muss man sagen. Also wenigstens das, oder was heißt wenigstens, auch Ja. geil, ne? Scorer gemacht. Beide haben Scorer gemacht bei dem Spiel. Hat nämlich die Flanke auf Bittencourt gemacht, Duxch. Und hätte am Ende vielleicht sogar noch das 3-2 machen können, muss man sagen. Hatte eine gute Bewegung gemacht, dann gegen die Laufrichtung des Keepers geschossen, leicht am Tor vorbei. Und das ist irgendwie so der Fluch, den auch Marvin Duxch begleitet. Denn man sagt über ihn, er braucht immer zwei, drei Gelegenheiten. Ja. Auf der anderen Seite erarbeitet er sich diese Gelegenheiten auch. Deswegen ist es noch sehr, sehr früh und aber auch sehr, sehr spannend zu sagen, ob das in der Saison so funktioniert. Ich hoffe aber doch ja. Ja, ich traue den beiden da vorne auch auf jeden Fall die Qualität zu, in der Bundesliga euch genügend Tore zu machen. Mal gucken, ob man sich nur auf die beiden verlassen kann. Vermutlich nicht, dann müssen schon noch ein paar andere Offensivkräfte auch was treffen. Aber wo wir gerade schon bei Wolfsburg waren, fand ich auch krass. Also, ich habe es nicht im Einzelspiel geschaut, sondern Konferenz natürlich. Aber ich hätte nicht mit dem 2-2 gerechnet, weil ich auch Wolfsburg höher einschätze, auch gerade mit dieser freien Saison ohne internationalen Wettbewerb. Kovac als Trainer, der Kader ist brutal eigentlich. Und dann holte da ein 2-2, das mehr als verdient war. Und wo man vielleicht am Ende sogar mit rausläuft und sich fragt, da waren sogar fast 3 Punkte drin. Also ich glaube, definitiv waren 3 Punkte drinne, aber man muss auch sagen, das 2-2 geht irgendwo auch in Ordnung. Also auch wenn vielleicht ein paar Werder-Fans das nicht hören wollen, aber es ist irgendwo auch so, wenn du, also in der ersten Halbzeit haben wir absolut über unserem Limit performt. Das ist genau diese Leistung, die wir die ganze Saison eigentlich brauchen. Und so willst du das auch sehen. Und so ist es dann auch so, dass wenn man sagt, wenn du so auftrittst, dann kannst du der Mannschaft danach auch kaum einen Vorwurf machen, Ja. weil jeder hat gekämpft. Das hast du gesehen. Du hast gesehen, wie heiß die Jungs waren. Die sind hinter jedem zweiten Ball hinter. Wolfsburg selber wusste gar nicht, was Werder da macht. Also das war wirklich so, ich glaube, die waren alle überrascht. So, was geht jetzt ab? Vor allen Dingen eigentlich nach früher Führung für Wolfsburg, wo du dann denkst, uiuiui, bitte nicht schon, ne? Fängt das jetzt wieder so Ja. an? Nee, dann drehst du gefühlt das Spiel in 3 Minuten. Mega, mega gut. Ich habe mich total gefreut. Aber in der zweiten Halbzeit ist man sehr lange dann auch auf diesem Verwaltungsmodus geblieben. Klar, mit der einen oder anderen Chance, ne? Aber trotzdem war es dann so, dass du gemerkt hast, okay, alles klar, Wolfsburg macht jetzt mehr. Und wir wollen halt in erster Linie sicherer stehen, um halt Punkte mitzunehmen. Ich glaube auch, vor allem nach dieser intensiven ersten Halbzeit, das hättest du nicht über 90 Minuten so spielen können. Das war schon sehr, sehr krass, auch vom Pressing her. Also ich glaube, gegen so einen Gegner an dem Tag will eigentlich keiner spielen, weil wenn du so hoch presst und so alle mitmachen, ist das schwer. Am Ende muss man sagen, das 2-2 ist dann aber auch vielleicht aufgrund dessen, weil das ist eigentlich so ein Konzentrationsfehler, ne? Wenn die Raumdeckung auch stimmt und jeder im Kopf auf der Höhe ist, dann ist niemals ein Gilavogi da rechts so frei, Ja. dass da gar keiner steht. Also es ist ja im Prinzip eigentlich wirklich ein, ja, einfach Kopffehler. Das darf halt nicht passieren.
Und ich glaube, in der ersten Halbzeit hätten wir so ein Tor niemals bekommen. Deswegen, mit 3 Punkten wären klasse gewesen, wären auch nicht unverdient gewesen, aber ein 2-2 geht auch in Ordnung. So muss man es auf jeden Fall sagen. Und wie du auch gerade sagst, Wolfsburg hat halt einen hohen Qualitätskader. Wimmer, den die da geholt haben, überkrass. Also Ja. glaube ich, der wird eine ganz crazy Saison spielen. Ich glaube, wenn Wolfsburg da sich so richtig eingespielt und richtig in Fahrt kommt, ist das auch ein ganz, ganz unangenehmer Gegner für jeden. Ja, die haben ja auch schon im Winter dick zugelegt, vorne mit Wind und Kruse geholt, um sich dann noch ein bisschen weiter aus dem Abstiegskampf zu entfernen, dann am Ende des Tages in Wolfsburg einen Punkt zu holen, finde ich, für einen Aufsteiger am ersten Spieltag richtig, richtig stark. Und klar, ist nur erster Spieltag. Ich habe es aber auch im Vlog angesprochen gegen Leipzig. Du hast nichts zu verlieren. Wir haben jetzt auch unseren Punkt geholt. Wir haben beide richtig achtbare Punkte geholt gegen Leipzig und gegen Wolfsburg. Und der Rest hat schon mal gepatzt am ersten Spieltag, den man so ein bisschen als Konkurrenz unten sehen könnte. Bochum hat dann knapp, aber haben noch verloren gegen Mainz. Boah, also Augsburg hat richtig eine Reise bekommen gegen Freiburg zu Hause. Berlin natürlich mit dem Derby, was auch nochmal doppelt wiegt, wenn man Derby 3 zu 1 verliert. Da haben wir schon mal auf jeden Fall einen Punkt gut gemacht auf die anderen da unten. Ja. Da auch so ein bisschen Kader und saisonmäßig, glaubst du erstmal in Sachen Kader, dass sich noch was tut oder seid ihr erstmal durch mit der Planung? Also ich glaube, wenn dann würden noch ein, zwei Leute gehen, weil wir einen sehr breiten Kader haben, was auch positiv ist, weil wir wirklich auf jeder Position doppelt besetzt sind. Das hatten wir sehr lange nicht mehr, auch in dem Maße. Aber auch wenn Baumann so jetzt so gesagt hat, ja, da kommt nichts, da passiert nichts und so weiter, das ist natürlich auch immer taktisch, das kennt man ja auch, das ist ja nichts Neues, wenn auf einmal sich doch was tut. Aber ich glaube, auf der Zugangsseite hat Baumann auch irgendwo klar gemacht, da sind einfach die finanziellen Mittel, die das blockieren. Also selbst bei einem ablösefreien Spieler, man hätte nicht das Geld für das Gehalt. Und deswegen glaube ich, dass auf der Zugangsseite erstmal nichts kommt. Denke aber, dass man sich, also das wurde ja auch gesagt, dass man weiter scoutet. Wenn sich eine Option aufmacht, muss man sich immer mal auch mit manchen Sachen beschäftigen. Und da kommt es dann darauf an, wer verlässt vielleicht auch noch wer da. Ich persönlich glaube, dass es zwei, drei Laien geben kann mit jüngeren Spielern wie Woltemade, Nankichi. Das sind so die ersten, wo man sagt, ja, könnte. Goller bin ich auch gespannt, ob der am Ende bleiben wird. Hat eine super Vorbereitung gemacht. Und auch wenn man jetzt so mit ihm plant, sage ich, kommt ein Angebot, glaube ich schon, dass man sich damit beschäftigen wird. Aber ist ein, also wirklich, der hat die ganze Vorbereitung, der war der Gewinner der Vorbereitung. Wenn der das so in der ersten Liga auch zeigen kann, ist er zum einen Mehrwertspieler, der sofort seinen Marktwert steigern wird. Und zum anderen ein Spieler, den wir so gar nicht im Kader haben, weil der halt wirklich, der bringt nochmal einen ganz neuen Raum so mit sich. Ja, dann stellt sich das ähnlich dar wie bei uns. Kader ist eigentlich auch weitgehend durch. Thema vor allem Ja. eben die Abgänge, jetzt eher im kleineren Stile, jetzt bei den Clement, Klimovic, Aidonis, Avucha, wo du einfach so ein bisschen nicht den Markt hast, die irgendwie jetzt ohne es böse zu meinen, halt irgendwie nicht los wirst, wenn man es so ausdrücken will. Und eben das Thema, geht einer von den Großen noch? Wir wussten, wir brauchen große Abgänge, hatten jetzt einen dabei mit Mangala für 15 Millionen, das noch so bis auf 18, 19 Millionen anwachsen kann mit Bonis, der jetzt nach Nottingham ist. Da eben die Frage, also die Gewissheit, du brauchst jetzt eigentlich keinen richtig großen mehr. Also Soße und Gleitsch müssen nicht mehr gehen, können es natürlich weiterhin, ne? Wenn die passenden Clubs kommen. Gerade bei Sosa ist der Markt da, jetzt mit der Situation bei Manchester City zum Beispiel. Da müsste dann eben noch Ersatz geholt werden, aber sonst sind da erstmal die Planungen auch durch und ist ja auch wichtig, das zum Saisonstart schon mal durchzuhaben, auch wenn das Transferfenster noch knapp einen Monat läuft. Und dann zur Saison. Ich habe euch auch recht sicher drin getippt in meiner Saisonprognose, was. Wie positiv oder wie souverän gehst du rein in die Saison? Ja, eigentlich auch mit einem ganz guten Gefühl, gerade jetzt nach dem ersten Spieltag. Also ich habe von vornherein gesagt, dass ich nicht glaube, dass wir die unter den Top 3 Abstiegskandidaten sind. Ich glaube schon, dass wir da drüber landen und vielleicht auch mit Glück im soliden Mittelfeld eine ruhige Saison haben. Ich glaube, ich habe uns auf 12 gehabt oder so, 12, 13 so. Weil ich einfach da aber auch sage, dafür muss natürlich auch einiges passen. Also es ist jetzt nicht so, dass das automatisch so kommt oder so, sondern du musst halt über dein Leistungslimit gehen, du musst halt performen, aber du hast halt auch früh einen Kader zusammen gehabt, der sich so schon kennt aus der letzten Saison, Ja. der ohnehin, glaube ich, in vielen Positionen auch mehr Qualität in der ersten Liga als in der zweiten Liga hat und hast dann auf den richtigen Positionen dich auch noch verstärkt, eben halt dann in der Breite vorne, dass du dann mit Bürk eine Überraschungskiste hast, der auch einschlagen kann, auf jeden Fall ein Tempospieler ist, wenn du den reinbringst, kommt auf jeden Fall nochmal was drauf. Buchanan, super Außenverteidiger, hast im Mittelfeld endlich mal Qualität noch dazu geholt mit Stay.
Und Pieper und Stark brauchen wir nicht drüber reden. Das ist halt wirklich etwas, was einem auch Mut macht, in dieser Liga zu bestehen. Vor allen Dingen dieses 2-2 war in den vergangenen 5, 6 Jahren in der ersten Liga. Wäre das so ein Spiel gewesen, bis zum Ende zittern, hast extrem scheiße gespielt, weißt gar nicht, wie du den Punkt geholt hast. So wäre es typisch Werder gewesen. Und jetzt war das wirklich wieder das, was Werner eigentlich auch versprochen hat, was er in der ersten Liga trotzdem machen will. Es war ein Spielstil zu erkennen. Es war zu erkennen, was Werner spielen will. Und das hat er auf den Rasen gebracht. Und da war so eine Arbeitsbereitschaft, so eine Moral, die macht einem schon wirklich Mut. Ja, absolut. Würde ich sagen, wir kommen zum Ende hin dann noch zu einer kleinen Prognose fürs Spiel. Davor kurz quasi für die Zuschauer hier. Von mir aus wird es leider keinen Livestream geben am Samstag zum Bremen-Spiel, weil ich da irgendwo zwischen Bahnhof Paris und London hänge, gerade auf der Reise in den Urlaub bin. Das heißt, da schicke ich auch gerne zum Nico rüber. Du wirst ja bestimmt streamen zum Spiel. Und würde dann mit der Prognose weitermachen und gehe mal tatsächlich, weil es für mich ein ausgeglichenes Spiel ist, weil auswärts immer schwierig ist, ich aber auch nicht glaube und es einfach nicht für nötig halte, mit dem Kader, mit der Qualität, die du auch gegen Leipzig gesehen hast, in Bremen zu verlieren. Trotz dessen gehe ich tatsächlich nochmal auf ein zweites 1:1 bei uns. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, dass ein 2-2 irgendwie viele auch im Kopf haben. Also ich habe das auch so oft jetzt schon gehört, obwohl wir noch früh haben. Aber ja, ich glaube, dass wir im ersten Heimspiel versuchen sollten, auf 3 Punkte zu gehen. Das ist auch so mein Wunschtipp. So ein enges 2-1 wäre schon, würde ich sofort natürlich nehmen, weil es einfach wichtige 3 Punkte wären im ersten Heimspiel. Und ich sehe da einfach Stuttgart und Werder so als ähnlichen Konkurrenten eher an, als jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg. So, Wolfsburg sehe ich halt einfach drüber und glaube, dass man gegen Stuttgart dann vielleicht eher auch 3 Punkte holen kann, als gegen Wolfsburg im eigenen Stadion. Aber ich muss auch sagen, tendenziell ist es eigentlich ein Spiel, wo man sagt, ja, okay, unentschieden nimmst du auch mit, nur verlieren auf gar keinen Fall, das darfst du halt nicht, weil das dann halt diese Konkurrenzgeschichte auch ist. Ja, wo ich auch sehr gespannt am Ende sein werde. Also ich gehe mal auf ein 2-1 für Werder, aber natürlich ist auch ein bisschen Hoffnung mit bei, brauche ich nicht drüber reden, glaube ich, ja. Ja, voll. Das würde ich auch genauso sehen, wenn es andersrum wäre, wenn wir das Heimspiel hätten. Ganz klare Geschichte. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du am Start warst. Danke hier auf jeden Fall. Ey, cool. Ich schicke euch rüber. Ihr wisst, Link in der Beschreibung. Ihr kennt Nico sowieso. Es ist trotzdem da. Folgt dem Link. Bin raus fürs Video. Bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Rein.